Hallo, da sind wir wieder, Pippe und Gitte. Wir spielen Kingdom Come, Deliverance und sind hier in einem Wald in der Nähe von Neuhof, Gestüt Neuhof. Da liegen auf einer Lichtung zwei Banditen, oder? Oh, die hast du fallen lassen, stimmt? Die habe ich weggeworfen, ja. Mhm. Die sind nichts wert und kaputt sind die obendrein. So, und du meintest, der eine Bandit wäre vom anderen Banditen gnadenvoll getötet worden, oder wie? Ja, wir haben ja nicht so viel mitgekriegt. Wir haben sie zwar gehört. So, also, ich durchsuchte den toten Banditen und fand heraus, dass er mit einem Hufkratzer getötet worden war. Vielleicht arbeitet der Mörder beim Gestüt. Okay, so. Also haben zurück. Wir diesen Hufkratzer eigentlich bei uns in unserem Inventar oder wie? Oder? Den müssten wir im Inventar haben. Ich habe übrigens ausgeräumt und habe alles, was ging, in die Satteltaschen verschoben. Geklaute Sachen. Psst. Ja. So, wir haben zwei Questgegenstände. Mhm. Ein Ohr und einen blutigen Hufkratzer. Okay, na gut. Du, da dann musst du wieder zu Bernard. Ne? Ja, in einem letzten Erfolg hat unser tapferer Held Heinrich gekämpft hat er auf jeden Fall gegen einen von diesen Schlimmen, aber hat dann auch gleich seinen Kumpel mit angegriffen. Hier, du, ja. Also man muss ja wirklich aufpassen mit diesem Spiel, wie bei manchen anderen auch, wie zum Beispiel Sky. Ach, der kommt gar nicht mit. Nee, er hat doch gesagt, er bleibt da und passt auf. Ja. Du sollst hin, sollst Bernard Bescheid sagen. Naja, auf jeden Fall muss man hier aufpassen, wenn man hier drauf losprügelt, könnte man seine Kumpels treffen und dann sind die nicht erfreut und greifen auch an. Nee, die verstehen gar keinen Spaß. Mhm. Die haben keinen Humor. Nee. Kein bisschen. Mhm. Nicht in Ordnung. Völlig humorlos. Ja. So. Ja, hier in diesem Gestüt sind ja eine Menge Leute umgekommen und Pferde mussten getötet werden, weil die so schwer verletzt waren. Von Banditen, die sich wohl zurückgezogen haben in den Wald. Das Komische ist nur, dass die Banditen offenbar überhaupt nichts gestohlen haben. Die haben eigentlich wirklich nur drauf losgeschlachtet. Und das war's im Grunde. Also man fragt sich, welchen Nutzen das Ganze hat oder welchen Sinn überhaupt. Also, die scheinen wirklich nur die Tiere gequält zu haben. Ja. Und die Leute, die rausgekommen sind, um die Tiere zu schützen, die haben sie dann weggeputzt. Genau. Sag mal, Rotschopf ist nicht mehr hier. Da saß doch einer am Wagen, der ist auch nicht mehr da. Mark war das, glaube ich. Mark, ja. Mhm. Na, ist schon ziemlich spät. Der ist auch vielleicht weg. Haben die sich alle. Vielleicht solltest du erstmal zu Bernard gehen überhaupt. Ist das nicht dein Auftrag, oder? Und na, sehen, was hat das jetzt gesagt? Ja, ist gut, Hund. Ist gut, Kleiner. Der hält's auch. Hat er wahrscheinlich. Er hört schon auf Hunde, stimmt's? Ja. Sieht lustig, also seltsam aus, die Sonne, die da hinter dieser Rauchwolke war. Hier in der Schmiede ist auch niemand. Ja, sind alle weg. Wie spät ist es denn? Es müsste Abend sein. Dem Licht nachzuurteilen. Ja, kurz vor 19 Uhr ist es. Mal will ich mal zu Bernard gehen, mal gucken. Ja, ich laufe hier schon. Sehr gesund sieht unser Heinrich aber auch nicht gerade aus. Nö, ich meine, der Bandit hat ihm zugesetzt und der andere hat ihn verprügelt. Ja, er hat sich wieder ziemlich dämlich angestellt und wild rumgefuchtelt mit seinem Schwert, anstatt dran zu denken, was ihm der Herr Robert alles beigebracht hat. Herr Bernard war das, der ihn alles beigebracht hat. Genau. Gut. So. Hab sie gesehen. Wen? Da ist ein Bandit in den Wäldern. Auf der Lichtung, nicht weit vom Nordtor entfernt. Entlang des Weges. Teufel, noch eins. Holen wir sie uns. Hä? Was ist das denn jetzt? Wir wissen, wo sie stecken. Folgt mir. Hä? Wir haben sie doch schon. Nö. Gibt's was zu tun? Gespräch beenden. Hä? Sag Bernard Bescheid. Was rennen die da alle hin? Jetzt rennen die da hin?
Ja, aber er sagte es. Das hätten wir vorher machen können. Der Typ Erb bleibt dann hätten da. Wir uns nicht so verletzt. Hä? Meinst du? Du hast auf der Lichtung gesehen, da stand, untersuche den, den Banditen. Also. Ja, ich sollte den Banditen untersuchen und dann sollte ich zurückgehen und gucken, ob jemand den Hufkratzer kennt. Da kommt schon hier, da kommt schon Ruder, oder wie der heißt. Da kommt unser Freund schon angewetzt. Ja. Und wo geht der jetzt hin? Naja, wir folgen jetzt mal. Irgendwie ist hier was leicht durcheinander jetzt. Ha? Kein Wunder, dass wir Schwierigkeiten mit den Banditen haben, wenn sie so verwirrt sind. Unkoordiniert vorgehen. Aber du warst jetzt auch nicht gerade so unglaublich hilfreich, Heinrich. Mit deiner Ichel, da sind sie. Ich habe sie gesehen im Wald. Tja. Mal gucken, was sie sagen, wenn sie die Leichen sehen. Man hat sehen. Mir keine andere Möglichkeit gelassen und Heinrich auch nicht. Und warum ist... Die wissen genau, wo sie hingehen müssen. Gut, hä? Ja, toll. Ich laufe nur hinterher. Die wissen genau, wo sie hin müssen. Und schon liefen sie den Koman in die Arme. Und schuld war Heinrich. Wo laufen die hin? Dahin, ja. Die wissen genau, wo sie hin müssen. Die wissen ganz genau, wo sie hin müssen. Seid ihr... Gut, Männer, durchkämmt die Gegend. Etwas? Ist das Ruder wieder da? Ja. Was zum Teufel ist hier geschehen? Tja, das könnten wir... Weißt du, wem dieser Hufkratzer gehört? Ich habe ihn bei einem der toten Banditen entdeckt. Woher soll ich das wissen? Frag bei den Stellen. Wisst ihr, das war noch nicht getriggert. Du musst es erst so Bernard da vor der Tür stellen. Da musste ich erst mit denen wieder hierher laufen. Ich hab's ja doch gesagt. Auf mich hört er ja auch nicht. So, also oft nicht. Ja, ja, ja. Stattdessen jetzt ist er wie Heinrich Trigger. Und will immer alles selbst machen. Ja, man braucht den Trigger natürlich. Ja, ich weiß ja nicht, ob du dich jemals erholst. Tja. Ich finde, so rumarbeitest. Wie erholt man sich denn wieder? Schlafen. Ringelblumen tragen und schlafen. Ja? Heilmittel, Bandagen. Ja, da ist jemand auf jeden Fall, aber es ist einer von den Soldaten. Nicht. Oder von den Wächtern. Hier geht's rein. Ja. Aber springen kann er noch. Das ist gut. Ach, der Kontur ist jetzt auch weg. So, ist hier jemand? Hier ist ein bisschen totes Pferd. Aber außer Pferden sehe ich hier nicht viel. Da ist aber jemand. Da ist einer. Halt, wer ist ein Dorf? Was zum Teufel? Ja, ist ja gut. Ein wachsamer Hund. Tja. Wo sind die denn alle? Rotschopf. Es gibt ja noch mehr Ställe. Und dann war die anderen Ställe da. Wurde wie hieß denn der andere? Den Namen habe ich schon vergessen. Wie? Hä? Dorfbewohner. Keine Ahnung. Wir brauchen Leute mit Namen. Ja. Jakob war der eine, Jakob, eine war Mann. Ja, Jakob, Mann. Dann ist sie immer noch da. Und Rotschopf. Kennst du den? Nee. Weißt du zufällig, wem dieser Hufkratzer gehören könnte? Man benutzt ihn, um Hufe zu reinigen, deshalb dachte ich. Ich weiß, wem er gehört. Warum? Aha. Wo hast du ihn her? Sie weiß es. Im Wald. Die Schurken, die noch am Leben waren, sprachen darüber. Mein Gott. Wie konnte er? Ich verstehe nicht. Ich mag's kaum glauben. Was meinst du? Rotschopf? Ach. Er benahm sich merkwürdig. Alle waren erschüttert. Aber er konnte mir nicht mal in die Augen schauen. Und jetzt ist er verschwunden. Hat niemandem auch nur ein Wort gesagt. Rotschopf, sagst du? Könnte es eine Verwechslung geben? Also er hat sich wirklich komisch verhalten. Ja. Ich würde versuchen, er hat sich verdächtig verhalten. Dir ist es also auch aufgefallen? Ja. Heilige Maria,
Ich will nicht mal dran denken. So viele Tote. Na, wir werden versuchen, ja, ihn zu finden. Ja, wir werden versuchen, ihn zu finden. Ja. Ich versuche, ihn zu finden und die Wahrheit ans Licht zu bringen. Komm bitte danach zu mir und sag mir, was wirklich geschah. Auch wenn du mir nur sagst, wo seine Leiche liegt. Gut, ja, in Ordnung. Wollen wir nicht hoffen, weil er ist unsere einzige Spur. Ja. Weißt du, wo Rotschopf stecken könnte? Keine Ahnung. Jakob hat ihn eingestellt. Versuch's bei ihm. Na gut. Aha. Dann frag man mal Jakob. Mhm. Falls wir ihn jemals finden. Doch, ich schätze mal, da jetzt, steht wo es getriggert ist, ist Jakob auch wieder da. Da steht er ja wieder. Mhm. Hallo. Stand wahrscheinlich die ganze Zeit da. Ich habe ihn nur nicht gesehen. Ja, wer weiß. Okay. Das... Weißt du irgendetwas über diesen Hufkratzer? Der gehört Rotschopf. Hat ihn in Ratei machen lassen. Also ganz sicher. Mhm. Zweimal bestätigt, dass der Hufkratzer von Rotschopf ist. Weißt du, wo ich diesen Rotschopf finden könnte? Hat seine 7 Zwetschgen gepackt und ist weg. Was? Ich weiß, wie das aussieht, aber Rotschopf ist ein anständiger Kerl. Glaub nicht, dass er mit dem Überfall was zu schaffen hat. Hm. Naja. Wohin könnte er geflohen sein? Vielleicht weiß ich's, aber versprich mir eins. Wenn du ihn findest, dann hör dir an, was er zu sagen hat, klar, bevor du dein Urteil fällst. Das ist sowieso klar. Versprochen, das ist ganz einfach. Ich gebe dir mein Wort. Manchmal kamen ihn die Köhler besuchen. Er kommt gut mit ihnen aus. Ich glaube, dass er dorthin ist. Und wo ist das? Kein Schimmer. Die bleiben meistens unter sich. Du weißt ja, Köhler. Aber der Wald ist voll von ihnen. Die könnten überall sein. Jawohl, nur dass die nicht weit weg sein werden. Wenn du dem Bach vom Gestüt aus in Richtung Ratei folgst, stößt du auf eins von ihren Lagern. Nur... Nur was? Rotschopf nahm diesen Weg nicht. Er nahm stets die breite Straße durch die Wälder Richtung Uschitze. Aber wie soll ich sie finden? Machen viel Rauch, wenn sie arbeiten. Du wirst sie riechen, bevor du sie siehst. Außerdem müssen sie nah am Wasser sein. Ich muss also bloß den Wald entlang eines fließenden Gewässers durchstreifen? Genau. Hm. Na, toll. Aber ich glaube, du solltest irgendwas machen mit deiner Gesundheit, bevor du das nächste große Abenteuer angehst. Oh, Heinrich. Ja. Der hat sich komisch verhalten, Rotschopf. Ja, der hat, bevor man gefragt, hat schon gesagt, nee, habe ich nicht. Nichts gehört, nichts gesehen. Meinst du, wir können uns hier einfach in ein fremdes Bett legen? Schlafen steht hier. Ich weiß nicht, ob man das kann. Wenn nicht, dann kannst du es halt nicht. Ja, mal sehen, ob sie uns rausschmeißen. Ja, das meine ich. Werden wir ja sehen. Aber, für die Gesundheit müssen wir mindestens bis 5 Uhr morgens. Ja. Wir probieren es. Wenn sie uns rausschmeißen, schmeißen sie uns raus. So ist es. Schon schön, wie man zuschauen kann, wie das alles wieder steigt. Ja. Die Sattheit ist allerdings gesunken und die Gesundheit ist nicht ganz vollständig, aber ist okay, würde ich sagen. Ja. Damit kannst du, glaube ich, leben. Gut, dann werden wir mal gucken, ob wir irgendwas zu essen finden, weil du musst... Guck, da schläft jemand. Ja. Irgendwas, irgendwo muss es sowas geben in der Küche. Hier, Suppentopf. Mampf. Mampf. Schlapp, ja. Das klingt ja wie so ein Hund Napf was frisst. Ja. Schlappern auch so rum. Wie ein halb verhungerter. Ach, ist da nochmal ein Topf? Da steht ja noch jemand von den Soldaten oder so. Der steht neben dem Feuer und ist leer. Und wer ist das hier, der da rumsteht? Ist das Ruder? Nee, Wächter. Ein Wächter. Okay, ich glaube, dann kannst du ihn mehr oder weniger ignorieren. So, ja, gehen wir mal wieder gucken. Halt, ist hier Wasser drin? Nein, doch,
Was? Da ist zwar kein Wasser drin, aber ich kann mich trotzdem waschen. Ah, vielleicht sind es drei Tropfen, ja, die man nicht sehen kann in einem großen Zuber. Das reicht. So, da ist er ja. Musst du mit ihm reden nochmal? Nee, ne? Tja, ich probier's. Mhm. Gelobt sei Jesus Christus. Ja, doch, müssen wir. Ja. Ich glaube, Rotschopf ist darin verwickelt. Hm. Und warum glaubst du das? Es ist sein Hufkratzer. Also, einmal. Er verhielt sich verdächtig, als ich ihn befragte. Was meinst du damit? Er wand sich wie ein Wurm und sagte kaum etwas. Es könnte der Schreck gewesen sein. Ja. Das ist richtig, ja. Haben wir ihm auch zu gut Dinge erhalten. Ja, ich finde das mit dem Hufkratzer und der Verspannt irgendwie deutlich. Der Hufkratzer, den der Halsabschneider bei sich hatte, gehört ihm. Das ist verdammt verdächtig. Und außerdem ist er verschwunden. Er verschwand gleich, nachdem wir die Halunken im Wald entdeckten. Und ich glaube zu wissen, wo er steckt. Wo? Bei den Köhlern. Er hat Freunde dort. Wir müssen ihn finden. Wenn seine Freunde ihn verstecken, werden sie kaum mit meinen Männern reden. Du solltest nach ihm suchen, Heinrich. Geh, bevor die Spur verwischt. Ich schicke Kunde nach Rathei. Ist gut, Herr. Mhm. Na gut. Gut, das war's. Gespräch beendet. Du hast nicht zufällig Arbeit, Hauptmann. Kommt ganz drauf an, wozu du bereit bist, Junge. Wie du sicher bemerkt hast, wimmelt es auf den Straßen von Räubern. Herr Hanusch hat ein hübsches Kopfgeld auf sie ausgesetzt. Aha. Wie gehe ich am besten gegen sie vor? Wir kennen den Standort eines ihrer Lager. Es liegt östlich von Rathei, in einer stillgelegten Mine. Mir ist es ziemlich gleich, was du mit ihnen anstellst. Jedenfalls trägt ihr Anführer Sporen. Vielleicht geben sie gern vor, adelig zu sein, wer weiß. Wie dem auch sei, bring mir die Sporen, damit ich weiß, dass die Arbeit getan ist. Gut, ich kümmere mich darum. Warte, ja. Herr Hanusch hat außerdem auf jeden Plünderer ein Kopfgeld ausgesetzt. Also nimm einen Dolch mit. Er zahlt für jedes Ohr, das du bringst. Gut. Schön, klingt noch Spaß. Naja, ich weiß nicht. Ist das nicht barbarisch? In Zeiten wie diesen gilt Auge um Auge. Ich fürchte, da hast du wohl recht. Also Sporen sind wohl nur für die Edelleute. Vielleicht ist, ist der Anführer ein Raubritter. Ja, also die Anführer tragen wohl Sporen. Ja gut, aber es sind dann... Die müssen wir mitbringen. Weil er ja irgendwie sagte, dass Sporen im Grunde eigentlich ein Hinweis darauf, dass das wohl Adlige sind. Ja. Also in anderen Worten... Vielleicht treiben auch schon ein paar Raubritter ihr Unwesen. Das heißt schon. Ich glaube, Raubritter gab es zu der Zeit sowieso. Bin aber nicht sicher. Aber ich glaube doch. Okay. Gut, das sieht aber toll aus hier, ne? Mit dem, ja, tolle mit Stimmung, ne? Die Straße ist vom Regen noch nass. Mhm. Die Sonne kommt gerade hoch. Ja, man kann hoffen, dass es schön warm wird. Und die Sonne bleibt. So, er sagt dir was. Dem Bach entlang Richtung Uschice, nicht Richtung Rathei, sondern auf der breiten Straße. Na, dann reiten wir einfach mal hier hoch. He? Ja. Oder was meinst du? Was ist denn dieses A, was du jetzt da hast? Ist das das von letzten Auftrag? Das sollte ich wegmachen. Das müsste hier... Hier ist ein A und da ist... Aha. Töte den Anführer des genau. Lagers. Genau, das ist irreführend. Das machen wir mal weg, weil und dann gibt es ja noch ein A. Doch. Ja. Ja, das sind die Befrage die Köhler im Süden und das A, dem A folgen wir. Ja. Dem A mit dem. Weg. Oder ist das du jetzt weggemacht? Okay. Nee, gut. Das ist der, also doch nach Süden. Ja, das waren zwei Sachen. Einmal Anführer, das hast du ja jetzt weggemacht. Ja. Und dann der hier. Wenn du Pech hast oder Glück, je nachdem. Ja. Bloß ein bisschen Schwierigkeiten mit den Tasten. Also da müssen wir doch nach Süden. Ja, gut. Klar. Ja, ist die breite Straße entlang geritten. Ist da drüben auch was? Na, wir reiten jetzt erstmal nach Süden runter. Bist du auf deinem Pferd? Nee. Ich werde es mal rufen. Ja, kann man ja. Stimmt. Wow, Pebbles. Hallo, Pebbles. Na du. Alter Kieselsteinchen. Auf. Der Tag ist noch frisch. Genau.
Uwe. Sieht hier so friedlich aus, wenn man sich vorstellt, dass da so eine Horde von Leuten gekommen ist, um mir Unheil zu bringen. Ist eigentlich ist wirklich schlimm, was. Ne? Ja. Ja, also hier links rum. Hm. Wo ist denn mein Zeiger? Da ist er. Hier links rum geht's zum Bach. Und du wolltest hier am Bach entlang? Ja. Weil die Wasser brauchen? Ja. Immer wieder mache ich den gleichen Fehler und drehe die Kamera und nicht das Pferd. Ja, ich habe mich eben gewundert. Irgendwann sitzt du dann an und sagst, wo ist der Kopf vom Pferd? Ja, es war gerade wieder weg. Das war wohl ein Loch. Hä? Warum reist du jetzt da lang? Wo bist du, Hirn? Ach, lässt du Pebbles. Ihren oder seinen Weg suchen. Ja. Pebbles, bist du Männchen oder Weibchen? Keine Ahnung. Na, Pebbles wird's wissen. So. Na, Pebbles hatte gar nicht so Unrecht, hä? Ja, möglicherweise. Aber warum, na gut, Pebbles weiß, wo du hin willst. Ja, ne, wir sollen den Bach entlang reiten. Ja. Na ja. Dann tun wir das doch mal. Wo ist der Bach? Der war ja hier neben uns. Aber wir sind doch gerade... Über die Brücke, aber die... Na gut, ja. Egal. Du hast dich gerade umgedreht, falls du den Kopf vom Pferd suchst. Ja, ich weiß auch nicht. Was denn? Was machst du denn jetzt? Ich suche den Bach. Der Bach war da, wo die Brücke war. Nur ist der Bach natürlich nicht in dieser Straße entlang, sondern der fließt da durchs Feld. Okay. Jetzt muss ich mal auf die Karte gucken. Jetzt bin ich völlig verwirrt. Ja, guck mal, hier ist der Bach. Und du bist jetzt ja auf dem Weg zum Bach zurück. Ja. Naja, dann also, wenn du über die Felder reiten kannst, reit über die Felder. Guck, ist der Bach links von mir. Mhm. Dann reiten wir einfach mal. Also nicht, dass er glaubt, dass Pepe in der Wirklichkeit etwa so konfus ist. Wenn man da durch die Gegend, durch die Landschaft marschiert, dann gibt es das schon. Also, dann findet er den Weg schon. Stimmt's? Ja, in der Regel schon. Mhm. Gut. Au. Ja. Links rum, rechts rum. Da, wo der Bach ist. Da, wo das A ist. Ah, hier sind Kühe. Ist ein Wandersmann oder Dorfbewohner? Naja, Wandersmann. Ich meine, Wandern war damals wahrscheinlich noch nicht im Mode. Es war wohl die normale Art, sich zu bewegen, zu laufen halt. Wenn man nicht gerade ein Pferd hatte. Das hatten ja nicht viele. Na, guck mal. Was haben wir hier? Ein Bach. Scheint eine Furt zu sein hier. Ja, vielleicht ist es ganz richtig über die Furt. Auf der anderen Seite geht es am Bach entlang. Genau, und wir sollen ja am Bach entlang. Sehr schön. Wirklich schön, die Landschaft, ja. Ganz toll gemacht. Mhm. Ja, ist immer schön so. Ja. Ah, neue Stufe reiten. So eine Hügellandschaft mit Wald und Wiesen und Bächen und Flüssen. Wasser ist immer gut. War hier was? Nö. Dachte schon. Und wo ist unser A? Hier hinten? Ja. Hm? Mhm. Du bist am A vorbeigeritten. Reiten macht Spaß zu dieser frühen Zeit. Oh ja. Ja, aber das war richtig. Wir mussten ja über den Bach und jetzt gut. Geht's das war völlig nach Nordosten. Ja, du musst, du bist dran vorbei. Ja, genau, jetzt musst du jetzt zurück. Ja, wir müssen jetzt auf der anderen Bachseite wieder zurück. Ja, das war schon richtig. Wir mussten hier über die Furt drüber. Achso, und du meinst auf der anderen Seite, ja, vom Bach. Ja, alles klar. Nicht die Richtung wählen, die du gewählt hast, sondern die andere Richtung. Hä? Ist okay, nee, aber hier? Ja? Guck auf die Karte. Ja, ich sehe hier die gekreuzten Dolche da oben.
Ja, aber offen. Ja. Du bist... Direkt du bist, rechts neben uns. Ihr müsst vielleicht den Berg hoch oder so. Sind die am Berg? Na gut, im Wald sind die, die müssen ja. Geht hier ein Weg rein? Ich hab gar keinen Weg gesehen. Ja. Warum? Warum meinst du, dass da ein Weg ist, wo die Köhler sind? Das muss ja kein Weg aber sein. Aber diese gekreuzten Dolche hier, die irritieren mich doch etwas. Ha? Du hast entdeckt Lager. Gucken wir halt mal. Ich meine, die sind ja jetzt noch nicht so gekreuzt, dass es aussieht wie Kampf. Ja. Sondern eher wie eine Kampf Art Warnung. Sieht's nicht aus, nee. So. Und da sind sie, ganz offensichtlich. Nee, das sind das ist offensichtlich so eine Köhler. Ganz stinknormale Köhler. Ja. Guten Tag. Wortführer, das ist ja ein richtiger... Das müsste ja schon der Richtige sein. Mhm. Genau. Würdest du mir helfen? Kommt drauf an, was du willst, oder? Ja. Ich suche Rotschopf, einen Stallburschen aus Neuhof. Er soll weggelaufen und sich mit ein paar Köhlern zusammengetan haben, bei denen er manchmal war. Tut mir leid, hier gibt's keinen Rotschopf. Du suchst besser irgendwo anders. Oh je. Der Junge war Zeuge eines Massakers. Ja. In Neuhof gab es ein Massaker und der Junge weiß vielleicht, wer es war. Ich muss ihn finden. In letzter Zeit geschehen hier viele Morde. Aber dieser Rotschopf war wirklich nicht hier. Es werden viel weniger Morde sein, wenn ich diese Bastarde erwische. Wieso hilfst du mir nicht weiter? Beruhige dich doch bei Gott. Der Junge, den du suchst, ist hier nicht aufgetaucht. Aber schließlich gibt's noch andere Köhler. Versuch's bei denen. Und du solltest dich sputen. Du bist nicht der Erste, der nach ihm fragt. Und ach, die anderen sahen nicht gerade edelmütig aus. Mit ihrem Silber waren sie aber freigebig. Oh, oh. Sie haben nicht zufällig erwähnt, was sie von ihm wollten. Nein, aber sie wirkten nicht so, als wollten sie ihn zum Festschmaus einladen. Ja, als ob sie schmausen wollten, hä? Tja. Wohin könnte er denn noch gegangen sein? Ja, genau. Hm. Hast du eine Idee, wohin er sonst gegangen sein könnte? Er ist mit Köhlern befreundet, sagst du? Nun, dann findest du ihn sicher im Wald zwischen Neuhof und Uschütze. Dort gibt's ein paar gute Plätzchen. Aber der Wald ist riesig. Das könnte Wochen dauern. Dann folg dem Bach. So hast du uns schließlich auch gefunden, nicht? Mhm. Wo Köhler sind, da gibt's auch Wasser. Mhm. Gut. Na gut. Dankeschön. Gut. Ich werde mich anderswo umhören. Ich frage die Köhler im Süden. Oh, oh. Naja, was steht schon, mal abgehauen Köhler ist? Im Süden befragen und... Hm? Naja, du musst halt am Bach weiter entlang in den Wald. Im Süden? Hier ist aber im Norden. Befrage die Köhler wo, im Norden. Wo steht ach so, im Süden? Abgeschlossen. Befrage die Köhler im Süden. War das vermutlich. Na gut, dann müssen wir nach B. Ja, jetzt sind die silbernen Dolche... weg, das war wohl nur eine Warnung. Könnte potenziell oder so, hm? Ja, ich kann keine Ahnung. Ich kenne das Spiel überhaupt nicht. I don't know. So, Pebble. Fing sich ja auch so verschieden. Nach Norden geht's. Für mich wie Kino. Ja. Hm. Hoffentlich kommst du nicht zu spät. Wenn die so freigebig mit dem Geld waren, das wundert einen, findest du nicht? Die Banditen suchen ihn und die haben Geld, aber die haben da auf diesem Hof... Ja, ist die Frage, wer sucht denn nach Rotschopf? Ich glaube, wir reiten lieber so hier querfeldein, ne? Hm. Ich meine, wenn das jetzt irgendwie um Rennen gegangen wäre, wo ein Pferd von den Rennen mitgerannt wäre und so, hätte ich gedacht, die torpedieren das, ja. Die versuchen da irgendwie ein krummes Geschäft zu machen, indem sie da, ne? Aber so ist es ja nicht. Da ist ja nichts. Das sind ganz normale Leute, die... Da war ja nichts irgendwie in der Art. Ja. So eine Bestechung oder so. Ja. Also nicht Bestechung, aber ja, dass er halt irgendwie was ach so, ja, sabotiert. Klar. Wir müssen ja an Neuhof wieder vorbei. Ich habe mich gerade gewundert. Ja, das ist jetzt immer gut zu erkennen aufgrund dieser Rauchwolke. Ja.
Gas. Hopsa. Schweizer Kühe. Warum? Das klang nach Kuhglocken. Warum sollen die keine Kuhglocken haben? Ah, ein Bildstock, halt, halt. Wir wollen die sammeln. Wo ist er? Wo ist er? Absteigen. Ist er das? Das ist er wohl eher nicht. Nein, meinst du nicht? Da ist er. Da, da ist er. Gucken wir doch mal. Lesen. Kopf. Gruß, Esovita und so weiter und so fort. International klingen die Namen. Okay, guck mal, guck auf mal, die Karte. Ja, wir haben noch eine Ecke, ja. Richtung Norden. Was ist da denn? Was dampft denn da so? Irgendwas dampft da. Nach der Sache mit den Kumalen sind mir die nicht mehr so geheuer, diese Wälder. Komm mal gucken. Ich geh mal vorsichtig gucken. Ich bin ja wieder gesund. Ja. Oh, das sieht mir... Das ist kein Zeltlager oder so. Nein, nein, das ist, da wohnt jemand. Ja. Kräuterkundler. Ein Kräuterkundler wohnt hier. Grüß Gott, gnädige Frau, mit Alchemietisch. Aha. Weißt du, wo es in der Gegend um Neuhof Köhler gibt? Im Wald unterhalb von Andreas Wirtshaus sind welche. Wenn sie sich besaufen, muss er sie nur den Berg runterrollen und schon sind sie zu Hause. Ist es so nah? Ja, ein Katzensprung. Danke. Du könntest auch mal ein bisschen Wasser vertragen, ne? Naja. Du siehst sehr arm aus mit ihrem Kleid. Das ja, ist auch das ist eine Kräuterkundlerin. Da stand ja nur Dorfbewohnerin oder sowas. Ja. Aber das Schild war Kräuterkundler. Ja. Ich sehe hier auch niemand sonst. Ja. Es sei denn hier unten drin. Das haben die Leute in der Regel nicht so gern. Nee, das haben sie nicht gern. Behausung angeht. Das würde ich auch nicht so gut finden. Okay, bin schon weg. Bin schon weg. So, ich würde sagen, wir machen erstmal Schluss. Ja, und in der nächsten Folge werden wir dann halt weiter auf der Suche nach den nach Rotschopf. Ja. Und müsste sich dann weiterhin befinden. Notgedrungen. Mhm. Wir müssen ja versuchen, den irgendwie zu retten. Sag mal, dein Pferd läufst du doch lieber, ne? Nö. Ich guck nur nach der Richtung. Okay. Na gut, bis zum nächsten Mal dann, ja? Bis dann. Ciao. Tschüss.